Herr Düsterdick, welche sind die größten Risiken für Projektentwickler momentan? Also wir haben eine relativ konstante Zukunft, denke ich, vor uns. Was uns sicherlich umtreibt momentan, sind die gestiegenen Baukosten, die seit Jahren schon immer weiter bergauf gehen. Und ich glaube, da ist kein Ende momentan in Sicht und wir rechnen weiterhin für die nächsten Jahre auch mit Anstiegen um durchaus bis zu 10% per anno. Und das macht uns sicherlich Sorgen, denn wir wollen die Grundstücke ja auch bebauen, die wir kaufen. Und wenn die Kosten immer exponentiell weiter nach oben gehen, hat das natürlich auch enorme Auswirkungen auf die Preise danach. Apropos Preise, machen Ihnen die gestiegenen Preise im Neubausegment gerade bei Wohnen Sorgen? Gibt es überhaupt noch Abnehmer, die sich dieses hohe Preisniveau in Städten wie Berlin oder auch München leisten können? Also die Preise machen wir in dem Sinne keine Sorgen, sondern wir rechnen eher noch mit weiterhin steigenden Preisen. Sorgen bereitet uns sicherlich, dass die Bevölkerung sich die Preise teilweise gar nicht mehr leisten kann. Das ist, glaube ich, der Problempunkt bei dem Ganzen. Aber in den Preisen, gerade auch im europäischen Umfeld, schauen Sie sich die europäischen Metropolen an. Die lachen alle über die Preise, die wir in den deutschen Metropolen haben. Und insofern, nein, Sorgen macht es mir nicht. Sorgen muss man sich um die machen, die sie bezahlen müssen. Wie reagieren Sie als die Gerch-Gruppe? Machen Sie kein Wohnen mehr? Gehen Sie nicht nach Berlin? Gehen Sie in andere Städte? Machen Sie mehr Büro? Was ist Ihre Strategie dagegen oder dafür? Also in der Tat sind wir in Berlin sehr vorsichtig. Wir waren schon immer sehr zurückhaltend in Berlin, haben dadurch sicherlich auch einen gewaltigen Trend liegen lassen. Nein, wir rechnen weiterhin damit, dass die Flächen in den Städten knapp und noch viel knapper werden in den kommenden Jahren. Und wir beschäftigen uns sicherlich auch mit dem Bürothema, was in den vergangenen Jahren deutlich vernachlässigt wurde, aufgrund der starken Nachfrage nach Wohnungen. Aber wir werden auch weiterhin Wohnungen bauen.